Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute wieder im Bikepark Olpe unterwegs und machen eine gemütliche Feierabendrunde. Der Steve nimmt sich jetzt da drüben gerade die neue Line vor und da gehen wir jetzt direkt mal rüber und checken mal ab, was der Steve da so fabriziert. Bin die Line auch noch gar nicht gefahren, müsste eigentlich auch mal fahren. Das war super, ne? Kannst du das nochmal machen? Zweite Kick bisschen. Aber es geht noch besser. Die macht ja unnormal Bock. Die ist richtig geil. Die geht richtig fliegen. Ja. Der war viel zu weit. Ja. Ja. Der riecht auch gerade so. Oh, oh, oh. Der hier war richtig perfekt. Boah, ey. Ja, mach mal. Get it down, never going back. I get to a first, I got you back. I guess I'm gonna get to a last. Get it down, never going back. Get it down, never going back. Digga, die bockt die Line. Wenn nicht normal. Echt unangenehm. Ich weiß auch gar nicht warum. Und auch von der Brücke habe ich auch abgebremst, bevor ich runter bin. Du redest gar nicht mit mir. Du sollst ja mit der Kamera reden. Hey Kamera. Ja, gerade das erste Mal mit dem E-Bike. Die große Line, die Step-Up und die Wall. Aber ich muss sagen, ich werde mit den 29 Zoll Rädern einfach irgendwie zu schnell. Fühlt sich komisch an. Aber ja, dafür, dass ich mich eben noch die ganze Zeit so schlecht gefühlt habe, läuft jetzt gut. Aber ich würde sagen, bevor die Sonne ganz weg ist, müssen wir noch ein paar geile Drohnenshots machen, oder? Nicht von mir, sondern von den anderen. Yes. Let's go.
Für so Landschaftsaufnahmen ist das geil, so weit. Stopp das jetzt. Wir machen keine Fotos mehr. Jetzt kann's anfangen. Jetzt können wir anfangen. Ja. Ja, Leute, das war's mit diesem kleinen, chaotischen Video. Ohne Sinn und Verstand das Ganze, aber gar nicht so schlimm. Immerhin bin ich jetzt auch die großen Tables auf der größeren Line hier in die Landung gesprungen mit E-Bike. Und auch noch dazu die Brücke und die Wall. Das habe ich alles noch nicht gemacht mit dem Fokus. Deswegen bin ich trotzdem zufrieden mit dem heutigen Tag. Und ja, irgendwie habe ich immer das Gefühl, jeder Tag zählt, wo ich auf dem Bike bin, damit man wieder ja, einfach immer besser wird und sich weiter Fortschritte aneignet. Wir packen jetzt hier unser Chaos zusammen und radeln hoch. Sonne ist jetzt gleich weg und wir müssen noch dringend was zu essen irgendwo herkriegen. Deswegen machen wir hier Schluss für heute. Lasst gerne ein Abo da, kommentieren nicht vergessen und ja, wir sehen uns demnächst bei noch besserem Wetter und noch schöneren Sonnenuntergängen. Hoffentlich irgendwo auf dem Trail. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.